Okay. Moment, habe ich das Spiel jetzt neu gestartet? Ups. Ah, ich hatte ja eine. Ich hatte keine Ahnung. Gut, da waren wir. Weil ich keine Ahnung hatte, wie man das Spiel speichert. Habe ich sicherheitshalber Safe State gemacht. Kommt es nur mir so vor, dass das Spiel ein kleines, minimal bisschen zu laut. Moment. So. Minimal bisschen leiser gemacht. Okay, ja, jetzt sind wir hier und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah ja, wir haben den bekommen. Die seltsame Flöte haben wir uns gekauft. Werden wir irgendwann mal brauchen, glaube ich. Was? Wie? Mickey Mouse? Was? Wo? Wo ist Mickey Mouse? Ach, der! Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Psychonaut. Okay. Ton brauchen wir eigentlich nicht. Naja. Wäre langweilig ohne Ton. Oh, was ist denn? Jetzt kann ich bei denen in den Reihen. Okay. Was? Der hat ein. Was? Willkommen, Link. Ich bin Farore, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier nehmen deine Geheimnisse Gestalt an. Zu bestimmten Zeiten wirst du an bestimmten Orten bedeutende Geheimnisse erfahren. Danach solltest du mich hier besuchen. Ich verleihe den Geheimnissen ihre Bedeutung. Wie oft hat die jetzt bitte Geheimnisse gesagt? No, okay. Ich hätte trotzdem immer noch den komischen Kern, den der hier droppt. Spindelsumpf im Westen. Okay. Es ist wahrscheinlich nur Schweißtropfen, aber sieht aus wie ein Kern, den ich gerne hätte. Im Westen. Oh, komplett falsche Richtung. Ne? Bleibt ein Geheimnis zwischen. Auf einmal ist Winter hier. Okay, zum Sumpf müssen wir. Im Westen. Okay. Dann gehen wir halt mal dahin. Da komme ich da rein. Hier richtig mit dem Sumpf oder muss ich erstmal nach oben gehen? Hier ist Strand. Strand ist glaube ich weniger Sumpf. Ah! Zack. Auf einmal ist Sommer. Wunderschön. Gagenuss. Ein Ring. Ach, schauen wir später. Keine Lust jetzt wieder zurück ins Dorf zu gehen. Okay, Sumpf. Ah, mit dem Kraftanband kann ich da jetzt lang. Ich bin so wahr, perfekt. Genau da, wo ich hin muss. Ah. Okay, die Dinger sind böse. Nicht anhauen. Herz wäre nicht schlecht. Ich habe den Baum getötet. Was? Welcher Baum? Hey, Ricky.
ich bin Ricky. Der Spindelsumpf ist quasi mein Hinterhof. Gehst du nach Süden, dann um die Ecke und wieder nach oben, bist du dort. Aber ohne meine Handschuhe rühre ich mich nicht hier vom Fleck. Ein Typ namens Boxos hat sie mir nach einem verlorenen Match abgenommen. Boxos war in Link's Awakening. Ach, Gajabon. Das ist selber jetzt meine Reihe. Okay. Wo ist denn Boxos? Jo. Die sehen gefährlich aus. Jo, fuck off. What? Sichern und fortsetzen. Ich kann speichern. Kann ich denn sonst speichern? Da gab es doch mal irgendwie was. Keine Ahnung. Okay, Boxers. Jetzt müssen wir den suchen. Damit Ricky seine Boxhandschuhe wieder bekommt. Was ist mit dem? Sieh nur, egal wie oft ich sie rufe, meine süße Miezi kommt nicht herunter. Hätte ich doch ihr Leibgericht. Fisch! Ja. Scheiße, ne? Muss die Katze wohl verhungern. Mini-Bildschirm vom Stream. Ja, das ist irgendwie ein Feature von dieser Twitch-Beta. Mein Vater Talon wollte auf den Federberg. Da kümmere ich mich um die Hennen. Dabei kenne ich mich gar nicht aus. Sag mal, das ist doch ein Kuckudex. Der wäre eine riesige Hilfe. Kann ich ihn haben? Okay, ja. Wirklich, danke. Nimm dafür dieses Lonlon-Ei. Diese Eier sind sehr gefragt bei jungen Damen. Der Kodex wurde gegen ein Ei getauscht. Man sagt ihm nach, es fördere die Schönheit. Oh, jetzt habe ich das. Oh, Entschuldigung. Das Ei wollte ja die Hexe, ne? Mal gucken, wann wir die wieder finden. Dass man die Kackdinger nicht angreifen kann, während die fliegen. Hey. Duftkerne. Geruch lockt Monster an. Okay. Box aus Boxbude. Ja. Genau den, den ich gesucht habe. Oh, Boxo. Man nennt mich Bockfoff. Die Bockf-Legende. Du willst was auf die Luft? Dann steig in den Ring. Fetzt du Feenrubine? Oh, okay. Heia, heia, du wirft Feen. Hör fu, wir liefern uns einen Flaggabtauf, bis einer auf den Ring fliegt, ohne Tricks. Wenn du die Regeln brichst, kostet dich in die nächste Runde 20 Rubine und keine Ringe. Nur die Fäufte, kapiert? Ja, ja. Öfter fertig, mach vorn. Lauf! Okay. Jo, fuck off. Jo. Nein, nein, fuck! Boxer ist scheiße. Lauf die Fäufte greifen, ha? Nochmal. Klar. Ja, ja, komm. Wie kann ich den denn bitte schlagen? Ah, yeah. Oh, Sack! Ah. Yes, bitch! Haja, ich habe verloren. Deine Fäufte fehlen auf Gold kleiner.
Du bist neuer Champ. Hier, die Finn für dich. Da ist Rickys Handschuhe. Yay. Der trotzdem noch welche. Toll. Okay. Sommerhandschuhe. Dimitri gibt's, glaube ich, auch hier. Hier gibt's, müsste in Oracle of Ages aber auch gewesen sein, dass man alle drei bekommen kann. Also es gibt Ricky das Känguru, es gibt Dimitri den Dodongo und es gibt, irgendwas mit B, glaube ich. Irgend so ein Bär. Ein Bär, der fliegen kann, der hat irgendwie so komische Flügel. Der Name fällt mir aber nicht mehr ein. Und wo war Ricky? Da. Ich bin Ricky. Ja. Ein Typ namens Bock. Ja. Das ist meine Handschuhe. Bringst du mir zurück? Vielen Dank. Könnte ich mich ja erkenntlich zeigen. Ich hab's. Auf zum Spindelsumpf. Komm in meinen Beutel. Drücke Arm zu schlagen oder lade meine Kraft zu einem Tornado auf. Ich kann sogar über Löcher und Felsen springen. Nice. Gehst du auf ein Loch zu, springe ich darüber. Einfache Löcher sind ein Kinderspiel. Probier's mal. Yeah. Bam. Gute Fee. Gleich wieder da. Na, ah, kann man gar nicht erkennen, Pflanzen. Oh, Ricky ist für ein Arsch. So wie der springt. Kannst kaum kontrollieren. Wer bist du? Ist das heiß? Selbst mein wertes Erholungsbad verschafft mir keine Linderung. Ich brauche etwas Grausiges, das mir kalte Schauer über den Rücken jagt. Okay. Du hast gesagt, es ist ein Erholungsbad! Oh, ein Glück. Der hat gesagt, es ist ein Erholungsbad. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn ich da reingehe, ich geheilt werde. Ein Felsen wie dieser ist nur ein Hüpfer. Ich springe, wenn du mich darauf zubewegst. Probier es mal. Okay. Flutsch. Ja, das ist richtig. Da wären wir. Der Spindelsumpf ist gleich dort oben. Ich gehe nach Hause. Dort kannst du mich wieder treffen. Bis dann. Oh, okay, tschüss. Ah! Vögel. Tschüss. Oh, Spindelsumpf. Links. Pegasus, Kerne. Yes. Sie verleihen dir das Tempo des sagenhaften Pferdes. Yeah. Speedrun, Kerne. Was ist mit dem los? Du bist ein Sumpf. Ein Jammer, dass ich den Schlüssel verlegt habe. Ah. Ach, da so hatte ich ihn deponiert. Damit kannst du das Schleusentor öffnen. Du reißt das Schlüsselloch über die Pfütze dort draußen. Über die Pfütze? Was? Ah! Ja, die Pfütze gibt's nicht mehr.
Ach, ups. Boomerang und Kraft am Band sehen fast gleich aus. Hier gibt's nichts, oder? Nöp. Schleim. Böse, böse. Wo ist denn das Schlüsselloch hier? Was ist denn mit dem? Es ist, wie ich Sokra es vorhergesehen habe. Eine weitere Kraft der Jahreszeiten wird benötigt. Das bedeutet, du musst eine Verbindung zum subrosianischen Grund finden und zum Tempel der Jahreszeiten gehen. Okay. Woher weiß der das? Sei gegrüßt, teil mit mir meine Weisheit. Südlich des Schleusentores ist ein seltsamer Wirbel, der in eine andere Welt führt. Nun habe ich dir Auskunft gegeben. Also, kauf etwas. Ein Schild für 50... Nö. Dann hau ab. Oh, okay. Oh, Wasser. Okay. Moment, ist da jetzt so seicht, dass ich laufen kann. Yeah. Wunderbar. Da brauche ich da Ricky. Winter. Okay. Hallo, Rizos. Du hast Dienstag vergessen. Naja. Nicht schlimm. Die Dienstagsdinge habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, die habe ich, glaube ich, gestern hochgeladen. Also falls du möchtest, kannst du die Spiele vom Dienstag nachschauen. Wird das nur mir angezeigt oder ist tatsächlich, habe ich irgendwie Probleme mit Internet? Falls es leckt, bitte mal sagen. Weil mir wird hier ständig angezeigt. Tim Curry, bester Synchronsprecher für Bösewichte. Mark Hamill ist aber auch nicht schlecht. Der ist die schöne, beste Stimme für einen Batman-Joker. Quick, gib mir diese Banane. Der große Moblin liebt Frühlingsbananen. Oink, sein braves Kind, gib sie mir. Ansonsten geht es dir an den Kragen. Mampf, Mampf, Schluck. Oink, er hat sie aufgegessen. Schnappt ihn. Nein. Oh. Quihi, er hat mich gefangen. Dafür rächen wir uns. Hallo? Benny der Bär. Ich bin Benny. Als sie meine Banane haben wollten, habe ich mich total erschrocken. Sind sie okay? Ich mache mir nämlich Sorgen. Bevor wir es vergessen, jetzt gibt es Rache. Seid bereit, alle beide. Nee, die sind nicht mehr okay. Es ist vorbei, Quick. Wir haben versagt.
Das kommt nicht nochmal vor. Rückzug, quiek! Danke, dass du mir geholfen hast. Sag mir deinen Namen. Blink. Ich habe es mir gemerkt. Wenn du magst, helfe ich dir, wenn ich deine seltsame Flöte höre, eilig dir zu Hilfe. Seltsame Flöte ist Bennys Flöte. Spiele sie, um Benny herbeizurufen. Du kannst überall auf mir hinreiten. Drücke mehrfach A, um zu schweben. Oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Yeah, Benny. Benny ist cool. Guter Bär. Drückst du mehrmals A, schwebe ich. Bla 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 bla, ja, ja. Beispiele, den er gesprochen hat. Also am bekanntesten ist Mark Hamill für seine Rolle als Luke Skywalker in den Original Star Wars Filmen. Der ist die amerikanische Stimme oder die englische Stimme für den besten Joker. Für die Arkham-Videospiele, für die Animated Series und bestimmt noch woanders. Drückst du mehrmals A, schwebe... Ja, ja, ich weiß, Benny. Das hast du mir jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Tim Curry. Also. Nee, aber Tess hat ja... Tess hat ja nochmal nachgefragt. Kommt der da drüber? Nee. Halte A gedrückt, um Energie anzusammeln. Da brauche ich Bombe. Okay, der ist ja zu dick für. Ups. Was? Du hältst ein Karo-Juwel. Ne? Okay. Oh. Oh, das ist schlecht. Das war schlecht. Kommt er da hoch? Nein. Nein! Nein, kommt er nicht. Habe ich mir schon gedacht. Tim Curry. Tim Curry hat im Original S den Clown gespielt. Oder was er dann noch so für sehr bekannte Filmrollen. Ich glaube, wenn du dem sein Gesicht siehst, dann erkennst du ihn wahrscheinlich. Weil an sich ist er schon bekannt. Tim Curry. Besonders halt, wie er jetzt aussieht. Ach, der war auch in... Wie heißt's? Der war auch in... Kevin allein zu Hause. 2 dabei. Moment. Da, das ist Jim Carrey. Der ist schon ein bisschen älter. In Gerüchten ist die Rede von rotem Erz und von blauem Erz. Wenn man beide mischt, erhält man unglaublich festes Erz. Aber das ist ein
Geheimnis oder sowas. Moment, hat er gesagt Geheimnis? Rosas Schlüssel öffnet alle Türen, sogar die des Tempels. Rosa, die Pop-Prinzessin, hat sich in letzter Zeit viel hier herumgetrieben. Rosa. Hier im Sand findet man ab und an sternförmiges Erz. Ui. Sternförmiges Erz. Ich werde Rosa etwas Nettes schenken, dann wird sie mit mir gehen. Okay. Na! Das sternförmige Erz. Vielleicht kann man es gegen etwas Besonderes eintauschen. Bist du Rosa? Du bist Rosa. Meine liebste Schleife ist auf die See hinausgetrieben. Ich wollte den Tempel erforschen, weißt du? Aber so kann ich unmöglich raus. Warum heißt die Rosa und ist orange? Sowas Einfaches haben die Entwickler verkackt. Market! Hallo. Ich will das. Wenn mir das gefällt, können wir handeln. Ja, ich will das. Hübsche Schleife. Ich tausche sie gegen sternförmiges Erz. Also meinst du, ein Glück, dass ich sternförmiges Erz habe. Schleife. Ah, oh, was ist das denn? Seltener Pfirsichstein. 20 Erzbrocken. Und 10 Glutkerne. Ah, okay. Ach, das war ein Herzteil. Oh. Pfirsich. 10 Erzbrocken, 20 Sturmkerne. Oh, okay. Was ist das? Große Bombe. Mit 10 Bomben und 50 Herzbrocken dafür. Okay. Schnapp dir die rote Bombe. Wie? Was? Was? Du kannst jetzt mehr Bomben tragen. Ah, okay. Und gib mir gratis Bomben. Jetzt habe ich 30. Aber ich muss ihm 10 Bomben geben. Damit ich die kaufen kann. Kernring, 30 Erzbrocken. So viel habe ich leider nicht mehr. Muss ich weiter graben. Was? 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 Geh weg! Ring. Jo. Silberkerne. 40.
und 20 Duftkerne. Okay. Noch einen Ring. 40. Okay. Das ist eine Version von drei Musketieren. Mit echt Judgment mit Chris O'Donnell, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland und Jim Curry eigentlich ab 16. Ab 16, ui. Nee, das wusste ich nicht. Graben wir noch ein bisschen. Ach, die nächste Pause, die ich mache, wird ein bisschen länger, weil ich habe heute kaum was gegessen. Bin auch erst um kurz nach halb sechs nach Hause gekommen. Dementsprechend mache ich mir noch schnell was zu essen dann während der nächsten Pause. Sollte aber, obwohl ich weiß gar nicht, dauert glaube ich 15 Minuten das Zeug warm machen. Daher mal davon ausgehen, dass die nächste Pause so um die 15 Minuten geht. So. Eine hübsche Schleife, ein Geschenk, klar. Wow, danke, ey. Weil du so nett bist, möchte ich mit dir gehen. Komm, wir sehen uns mal diesen Tempel an. Oh, ich sitz. Jetzt gehe ich mit ihr. Alles klar. Dir auch guten Hunger. Lazarus. Bis dann. Wo ist denn dieser Tempel? Okay, da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Die aufmachen, das ist schön. Auf zum Tempel. Welche Tür kann denn die aufmachen? Okay, da komme ich nicht weiter. Mitte. Ist da hier eine Tür? Ne. Rosa, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ernsthaft. Ach, Moment, die Dinger kann ich ja. Ja gut. War jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ja. Navi, da bist du, ehrenwerter Held. Ich bin der Geist des Sommers. Der Sommer lässt kletternde Ranken wuchern und Flüsse austrocknen. Merke dies. Hylianische Legenden berichten, der Bezwinger des Bösen trage ein Triforce auf seiner linken Hand. Möglich, dass du der Held bist. Nun, ich gebe dir diese Kraft. Ich gebe dir die Kraft des Geistes des Sommers.
Yeah. Das ist schön. Im Stab der Jahreszeit nur die Wärme des Sommers verliehen. Er klettere einen Baumstumpf. Rosa, du kannst glaube ich weg. Ich glaube, ich brauche ich nicht mehr. Rosa. So, gehen wir noch schnell einkaufen, wenn ich schon mal hier bin. Weil hier komme ich ja nicht so extrem oft vorbei. Tempel-Jahreszeiten switchen. Ja, gib mir. Gut. Noch ein. Oder will 50 dafür. Da habe ich nicht genug Luftkerne. Hole ich mir halt noch. Hoffentlich sind die Ringe auch gut und nicht irgendwie scheiße. Okay, hat wieder einen Ring. wie bin ich hierher gekommen? Da. Tschüss. Beenden bei Disney. Boah, ist jetzt nicht schlecht. Dö. Mach mal schalt mal Sommer. Und der Bär hat sich teleportiert. Nice. So, Level 2. Level 3. Wir haben schon 2 Level? Okay. Giftmottenhöhle. Ui. Okay, hier werden wir. Ach nee, die kann ich mit Schild besiegen. Ne? Ja. Okay, doch nicht Hammer. Ja, hier werden wir wahrscheinlich die Feder bekommen. Oh, wenn ich solche Gegner schon wieder sehe. Das sieht gut an. Ja, das auf jeden Fall. Seitdem ich mit den Creepypasta-Kritiken angefangen habe, bin ich irgendwie viel kritischer gegenüber den ganzen Geschichten. Moment.
ist natürlich jetzt schlecht, wenn ich da nicht mal durchkomme. Dann muss ich den von der anderen Seite schieben. Gut. Ach, das sind Mimics. Mimics sind nice. Ich bin fast tot. Das ist nicht so nice. Pulse. Beziehungsweise Pulse Voice. Oder wie die heißen. Ui, Level 29, Glückwunsch. Ich hoffe, ich muss die Kacke jetzt nicht nochmal schieben. Ja doch, werde ich müssen, weil sonst komme ich nicht durch. Mit den Vasen. Nein! Nein! Ah! Die Kackhände! Nerven! Die sind so unnötig. Nicht wundern, ich kann ein bisschen vorspulen. Kacke ist halt, die kannst du nicht hochheben, weil die kannst du nicht normal absetzen, sondern die musst du werfen und dann gehen die kaputt. So hier. Oh, okay. Nur in Sicherheit bringen. Die Theorie kannte ich vorher noch nicht, aber. Könnte Sinn machen. Bomben. Yeah. Karte. Wow. Wie komme ich weiter? Ah, okay.
Ah, ah, okay. Kann nicht ziehen. Ah, ne, ne, okay. Ja, gut. Ja, Oracle of Seasons ist mehr das Puzzle-Zelda. Da kommt sowas schon mal vor. Bubles. Oh Gott, die Dinge. Ah, ist schön, schön. Die hauen einen nicht zurück, wenn man sie angreift. Weil die in A Link to the Past, die werfen einen auch zurück, wenn man angreift. Feder. Mit ihr fühlst du dich federleicht. Yes. Jetzt kann ich springen. Sehr, sehr merkwürdig. Ein Zelda-Spiel, wo Link springen kann. Aber das konnte ein Link's Awakening auch schon. Der nicht. Keine Neuheit. Fuck. Ich hasse die Kack. Magst du solche Rätsel nicht? Ah ja, ich finde sie nicht so schlimm. Die gehen schon. Darf man ein bisschen Kopf anstrengen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das ist ein Trampolin. Nur wenn... Na! Link's Awakening. Gab's auch die Ansicht.
Gut, hat sich gelohnt. Adventure of Link. Ja, so hieß das zweite. Da gab's das auch. Und halt, wie gesagt, Link's Awakening. Für den Game Boy. Ist ja im Endeffekt ähnlich wie die Oracle-Dinge. Kompasch. Wisst nicht mal mehr. Ich habe es letztens mal gestreamt. Vor einer Zeit. Wohl so ewig lang ist, glaube ich, auch gar nicht her. Oder doch? Ach komm. Das habe ich gestreamt vor Majora's Mask und Ocarina of Time. Doch, ist schon ein bisschen her. Jetzt bin ich ja wieder hier. Am Anfang. Ich bin. Nein, hier kann ich ja gar nicht weiter. Du. Die Dinger nerven. Jedes Mal verwechsel ich das Scheißding. Okay. Ja, da komme ich auch noch nicht hin. Schwierigste Zelda. Die Frage gab's noch nicht. Schwierigste Zelda, Zelda 2. Definitiv Zelda 2. Hero Speech, hallo. Hm.
Nach. YouTuber mit den Creepypastas. War ich und bin ich noch, ja. Das ist richtig. Auch wenn es in letzter Zeit nicht mehr allzu viele gibt. Nicht mehr so viel wie damals, ja. Nein! Fuck! Fuck. Ja, der bin ich. Der Tempel ist scheiße. Kann ich da drüben nichts machen? Hi! Dankeschön! Vielen Dank fürs Folgen! Ich hab grad null Ahnung, wo ich hingehe. Aber ich probiere einfach mal aus. Vielleicht komme ich irgendwann mal dahin, wo ich hin will. Wo auch immer das sein mag. Moment, war ich da? Da war ich noch nicht. Die brauche ich. Schaffe ich. Irgendwie muss man es ja schaffen. Ja. Gut. Miniboss. Den hatten wir auch noch nicht. Was ist es? Okay. Ah, okay. Mein Schild ist nutzlos. Was muss man denn? Okay, gegenseitig abschießen geht auch nicht. Hallo Brockmind. Hallo Rizos. Den was kennst du noch? Kannst du mir doch bestimmt sagen, wie man den besiegt. Weil irgendwie bringt nichts. Ich berühre den Boss ungern, aber... Ah! Okay. Gott, jetzt weiß ich wie. Der Tempel ist scheiße. Thank you.
Ach, Mann. Ja, da haben die Kerne mittendrin aufgehört zu wirken. So, gut, jetzt weiß ich, wie das geht. Treffen! Das kann doch nicht sein. Ich hab doch mein Schild hochgehalten. Wir haben das Besseres drauf und ja. Wirbel macht mir Schaden und ich kann das ein bisschen abpassen. Weil ich treffe die halt auch nicht immer. Ah! Jetzt habe ich den in mich reingedamaged, boostet. Alter. Draufhauen. Ja, ich versuch's mal. So früh. Gut. So. Das Problem mit draufhauen ist, da bleibst du stehen und Dinger treffen dich. Und die Scheißdinger hauen halt auch ab. Naja, Wirbel ist besser. Endlich. Das war der Mini-Boss.
Das war nicht mal der Boss von dem Kack-Ding. Geh weg, Blume. Ein Glück, dass ich jetzt teleportieren kann. Okay, haben wir da noch was? Vielleicht ein bisschen Leben. Ey. Dass mir gleich wieder abgenommen wird. Was? Motte. What? Der Boss war um einiges einfacher als der Miniboss. Level 13, Glückwunsch. Du hältst die helle Sonne, eine Essenz der Natur. Junge Sprösslinge wachsen schnell unter den warmen Strahlen der hellen Sonne. Yeah. Endlich. Okay, das war bisher der doofste Tempel. Baum, was hast du zu sagen? Huh! Danke, Link. Auch ich spüre die helle Sonne. Ich träumte vom Wasserfall am Berg nördlich der versunkenen Stadt. Eventuell ist die nächste Essenz dort in der Nähe. Okay. Hallo, Bär. Geh mal zur versunkenen Stadt. Sind eh schon in der Nähe. Aber den Tempel werde ich nicht machen. Nicht heute. Tschüss, Bär. Juwel fügt sich passgenau ein. Was ist denn das hier? Wir führen Schatzkarten hoch und schon. Okay. Oh! Perfekt. Bam! Mein Ei! Autsch! Pass auf, wo du hinläufst. Du hast soeben Martha, den Lehrling der großen Hexe, Sirup angerempelt. Meine Güte! Das ist ja eines dieser Lonlon-Eier. Die sind momentan der letzte Schrei bei den Mädels. Genau danach suche ich. Aber du bist ein Junge. Damit kannst du nichts anfangen. Ich gebe dir meine Puppe dafür.
Du hast dein Ei gegen die Puppe, Fratzenpuppe, getauscht. Ihr Anblick lässt dich erschaudern. Ah, erschaudern? Da weiß ich, wo ich hin muss mit. Das ist meine Wiedergutmachung für unseren Zusammenprall. Okay. Da weiß ich ja schon, wo ich mit der hin muss. Nämlich zu der da. Was für ein Glück. Bla 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 bla. Oh je, diese Puppe, ihr Anblick lässt mein Blut gefrieren. Gib sie mir. Gut. Braver Junge. Da, nimm diesen hervorragenden Eisenkessel. Für die Puppe erhältst du den Eisenkessel. Wie geschaffen für heißes Süppchen. Okay. Also wenn irgendwer Suppe will, habe ich perfekten Kessel für. Ja, Puppen sind männlich. Puppen sind nur was für Jungs. Ja. Man, bin beim Training. Okay. Okay. Suche eine Reitmöglichkeit. Hallo, Benny. Geile Reitmöglichkeit. Ich will doch nur durchlaufen. Will nur gucken, was da ist. Gut. Müsste ich das eigentlich nicht schaffen können? Ja. Ja gut. Oh, ah! Fee. Ja, heil mich, danke. Tschüss. Nein, ja, wie ohne Wirkung. Okay. Okay, die kann ich nicht hochheben. Betreten auf eigene Gefahr, großer Moblin. Okay.
Was ist hier? Du Taube, Taube, Nuhus. Was für ein tolles Lied. Meinst du nicht auch? Ja. Endlich ein Mensch, der auf meiner Wellenlänge ist. Lass mich deinen Beutel füllen. Taube, Taube, Nuhus. Was für ein tolles Lied. Okay. Gut. Fuck. Jetzt bin ich wieder da. Gut. Jetzt bin ich da. Wo ist denn die versunkene Stadt? Na. Gut, versunkene Stadt, die suchen wir dann beim nächsten Mal. Dauert jetzt zu lang. Ich gehe noch schnell da hier hin, damit ich ungefähr weiß, wo ich war. Ja, irgendwo da hier. Egal.